Meine Damen und Herren, wie viel haben wir erlebt, um diesen Ausblick hier genießen zu dürfen? Es ist eine neue Folge Pokémon X. Es ist der 60. Part von Pokémon X. Es ist eine unglaubliche Zahl für ein unglaubliches Spiel mit einem unglaublichen Spielwert. Ja, so viel unglaublich kann ich schon gar nicht mehr in meine Sätze reinbringen. Labras zertrümmert diese unglaublich stabile Felswand. Nein, so unglaublich stabil war die dann doch nicht. Aber ein Sinn gibt's dahinter. Ja, weiter geht's im Text hier. Ich bin mal gespannt, was uns noch alles so in der Siegesstraße erwartet. Okay, also das bringt anscheinend nichts. Hochfahren können wir da wohl nicht. Ach je, es geht auch genauso weiter. Und wir treffen auf die erste Trainerin. Und ich ahne schon, das wird so eine Art Ebenholz City Jump-and-Run-Route da unten. Cecil setzt Lamus ein. Was natürlich eine wunderbare Wahl von ihr war. Denn Kroko hat dagegen mal so absolut überhaupt gar keine Chance. So, dann müssen wir tauschen. Dann müssen wir doch einmal flink tauschen. Klopsi kommt in den Kampf. Ja, Lamus will es wegsurfen. Ja, ganz ordentlich abgezogen. Auch Lamus ist nicht gerade der schnellste. Die schnellste, Verzeihung. Es ist ja vom Typ. Es ist weiblich. So, Lamus sitzt darauf, mein Klopsi zu gefrieren. Und wenn es jetzt gefroren wäre, hätte ich mich aufgeregt bei meinem. Kroko gelingt's ja auch nie. Von daher weg mit dir, Lamus. Meine Güte. Es ist übrigens, wenn ich das Video hochlade, der 28. oder der 29. Also es müsste schon relativ kurz vor den Release-Termin von Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir sein. Das Warten fällt von Tag zu Tag jedem mit Sicherheit schwerer. Ich habe es mir vorbestellt. Ein bisschen, muss ich auch sagen, auf Amazon. Also eigentlich bin ich ja nicht so der Fan vom Internet-Shopping, aber ich sag mal so, euch zuliebe mache ich das, weil wenn ich da in die Stadt rennen muss und dann noch frei nehmen muss, das ist doch ein Mehraufwand, den ich dann doch nicht auf mich nehmen will. Altaria ist hier Pokémon, Eisstrahl, One-Hit KO, da brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Jedenfalls habe ich mir eins von den beiden Spielen gekauft. Ich kaufe mir nicht beide Spiele, das sei auch ganz wohlgemerkt gesagt, ich möchte hier keine speziellen Features machen. Also ich werde definitiv nur eins der beiden Spiele spielen. Und ich habe mich auch schon für eins entschieden. Also ihr könnt auch nicht mehr in die Kommentare schreiben, ja, spiel bitte Omega Rubin oder spiel bitte Alpha Saphir, weil ich habe mich schon entschieden. Und wer meine Let's Play sehr, sehr genau verfolgt, der weiß auch eigentlich, welches Spiel ich definitiv genommen haben muss. Weil ich habe so einige Hints schon gegeben. Ich bin mir sicher, wenn man die richtig deutet, kann man auch drauf kommen, welches Spiel ich mir hier nehmen werde. Ja, das war leider der letzte Supertrank. Ich wollte eigentlich noch einen einsetzen. Gut. So, dann gehen wir mal nach unten. Ja, ich wusste, es wird eine Ebenholz-City-Route. So, dann gehen wir mal hier lang. Wunderbar. Das heißt, die Stelle bringt schon mal nichts. Dann springen wir so. Ich wollte springen. Also. Kann man hier nach unten? Boah, wie unnötig. Jetzt bin ich auch noch zweimal denselben falschen Weg gelaufen. So, dann radeln wir jetzt mal. Hep. 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 Aua. Komme ich hier gar nicht weiter. Ah ja, da gibt es schon wieder einen Ausgang und es gibt zwei Trainer, die ich besiegen muss. Oh, das zieht sich ja wie Kaumi, diese Siegestraße. Das ist schon die dritte Folge, wo wir übrigens in der Siegestraße verbringen. Und wir begegnen einen sehr flinken Gefährten, X-Bud. Übrigens nur Level 59. Interessanterweise waren ja die Pokémon davor, wenn die Trainer nur einen Pokémon hatten, immer auf Level 60. Aber jetzt, merkwürdigerweise, ist es halt eben mal nur noch Level 59. Soll mir recht sein.
Es ist unglaublich, wie selten der Eisstrahl gefriert. Nämlich gar nicht. So, Eisstrahl und auch das flinke X-Bad ist K.O. Böse, wenn dann X-Bad mit Toxin kommt. Ja, es kann echt viel Schaden im Team anrichten. Es ist fast immer schneller, also es sei denn, es kommt eine Prioritätsattacke. Aber das ist dann doch eher die Seltenheit, dass dann X-Bad auch von dieser Prioritätsattacke wirklich K.O. geht. Es sei denn, es kommt ein Arcani oder ein Dragoran mit Turbo-Tempo rein. Dann würde es vielleicht sogar eventuell funktionieren, dass hier es sein könnte. Ist das vorne der Ausgang? Wow, du bist ein Veteran. Ich hab's geschnallt. Banette hat er. Es gibt auch übrigens unnütze Attacken, wofür ein Pokémon K.O. gehen muss. Und ja, auch zu diesen wunderhübschen Movepool-Pokémon zählt Banette. Ich finde, so ein Nachspiel ist die unnötigste Attacke, wo man eigentlich bei einem Pokémon braucht, wenn es K.O. gehen soll. Dann bringe ich doch lieber einen Banette-Abgangsbund bei. Ich verstehe auch nicht, warum ich denn die AP reduzieren will, wenn ich auch das Pokémon besiegen kann. Also, mir verfehlt der Sinn von Nachspiel und Memento Mori völlig. Mag vielleicht für die Pokémon sinnvoll sein, die kein Abgangsbund lernen können. War nett. Du willst mich aufregen, oder? Du willst mich einfach aufregen, okay? Also, dann mache ich mal Top-Genesung auf Kroko. Gut. So, die Paralyse wird aufgehoben und natürlich werde ich auch noch geheilt. Lass mich raten, ich bin wieder paralysiert. Nein, bin ich nicht. Was ein Pech für Banette. Die Annette Banette ist K.O. So, das erste Pokémon vom Veteran damit down. Folipurba? Woher wusste ich, dass es von dem Pflanze ist? Hier, bitte! Liebst ja so sehr Eisattacken, habe ich gehört. Sieht mir irgendwie wie die Weiterentwicklung von dem Evoli-Typ aus, oder? Folipurba. Kann man sich mal merken. So, jetzt habe ich hier auch noch ein Stärke-Rätsel. Aber zum Glück ein relativ einfaches. Boom. Alter, wie lange soll diese Siegestraße denn noch gehen? Lange anscheinend. Okay, es gibt einen geheimen Ausgang mal wieder. Mist, da hätte ich oben stärker einsetzen müssen. Ich hoffe ja nicht, ne? Ansonsten darf ich nämlich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das wäre nämlich relativ doof. Ach, du Jemine. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin, ne? Ach, das ist, glaube ich, relativ am Anfang. Wow, das ist eine riesen Abkürzung, ne? Oh ja, das ist eine gigantische Abkürzung. Braucht man nicht die ganze Siegelstraße langlaufen, also... Jetzt verfällt mir doch ehrlich gesagt wieder das Wort und ich will dann sagen, ja, die Siegelstraße ist dann doch ein bisschen einfacher, als ich gedacht habe. Ja, so kommt man natürlich schnell die Siegelstraße durch, wenn man hier alles abkürzen kann. Ja, war ich da schon oben? Ich glaube noch nicht. Nee. Flugpokémon gehört der Himmel, den Wasserpokémon die See. Aber gehören uns Trainern die Pokémon? Eine sehr gute Frage. Und übrigens auch mal wieder von der Veteranin gestellt. Ach ja, hast du auch so einen Feuervogel. Unglaublich. Mega-Entwicklung und Surfer. Ich bin mal übrigens gespannt, ob Turtok auch schneller ist. Also gegen einen Flugpokémon schneller zu sein, ist eine Hausnummer. Nö. Es gibt halt Sturzflug, ne? Ja, das hat einiges abgezogen. Aber Fiaro konnte den Surfer nicht einstecken.
Level 62 noch für Kroko. Ein wunderhübscher Dreieranstieg. Movepool. Movepool. Wie komme ich denn auf den Movepool jetzt? Wahrscheinlich, weil es Hydropumpe in der letzten Folge lernen wollte. Nein! Okay. what the... Alter, wo zum Henker bin ich jetzt? Okay, das ist wahrscheinlich irgendwo... hier oben. Wunderbar. Sehr verwinkelt alles. So, dann muss ich doch nochmal rüber zu der. Heil mal meinen Pokémon. ja, wenn du schon nichts zu tun hast, außer hier rumzustehen und meinen Pokémon zu heilen, mach's ruhig. Ein großer Felsen, ein Pokémon könnte ihn eventuell, ganz eventuell mit Stärke bewegen. Aber nicht sicher, dass es Stärke ist. So, dann kann man jetzt wieder hier lang. So, jetzt fragt er mich bestimmt, ob Schutz wieder nicht wirkt. Oh. Oh. Upsi. Ja, ich frag mich, warum es in der Siegestraße Schlob gibt. Obwohl, wartet mal, Leute. Klar, in den originalen roten und grünen Editionen gab es in der Azuria-Höhle auch Schlob. Klar, und deswegen gibt es auch eine Siegestraße Schlob. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Ja, wir wollten Topschutz einsetzen, weil ich will keinen Schlob fangen. Aber übrigens können wir auch mal in so einem Schlitzohr das schlitzohrige Item abnehmen. Ein Gegengift. Wer weiß, wir brauchen es vielleicht noch. So, jetzt fahren wir aber hier schon ewig lange rum. So, haben wir gegen dich da unten gekämpft. Hallo. Ja, ich glaube schon, ne? Ja, Hammer. So, wir waren aber noch nicht bei der Veteranin. Wir möchten kein GTS nutzen im Moment. Halt, das Item nehme ich mit. Boah, Drachenzahn kann man gebrauchen. Ein wunderhübsches Item. Sind wir denn jetzt auch mal endlich angekommen? Nee, wir haben einen Künstler. Wenn man verschiedene Kampfstile in Farben ausdrücken könnte, welche Farbe hättest du? Rot! Rot! Aber nicht blutrot. Ein schönes Windows-Rot eigentlich schon fast. Oder so ein YouTube-Rot. Aber kein blutrot. Ein Farbigel. Ein bisschen Abwechslung mal in den tristen Alltag hier. Von der Siegestraße. Na komm. Surfer. Ein Farbigel ist besiegt. Ja, den lieben Albrecht haben wir in Grund und Boden gestampft. War ja auch nicht allzu schwer. Was für luftige Höhen. ja, es ist immer sinnvoll, die Felsen nach versteckten Items zu erkunden. Ja. Wie komme ich an das Pokémon dran? Ach so, weil ich Schutz hatte. Deswegen hat es nicht funktioniert. Ansonsten wäre ich nämlich an das Pokémon gekommen. Regina hat Magarko. Und das hat eine unglaubliche Schwäche gegen Wasserattacken. Also das sollte eigentlich definitiv ein One-Hit-KO sein. Alles andere würde mich doch mal wundern. Ach, die Siegestraße zieht sich wie Kaugummi. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich hätte jetzt mal ehrlich gedacht, dass ich die Folge mal fertig werde. Aber es scheint wohl nicht so. Gut, dann besiegen wir halt eben Magarko noch. Ein Xerox. Da eignet sich Phönix. Los, Phönix! Unser Feuervogel. So, Nitro-Ladung. Das tut Xerox nicht so gut. Und mit einem Volltreffer schon gar nicht. Astrainer besiegt. Ich ahne schon, bei welchem... Nein,
das möchte ich jetzt nicht sagen. Ich heb's mir mal für die Top 4 auf. Oh, machen's noch schwerer. Jetzt brauchen wir auch noch den Surfer. Hey, hey, hey. So, es gibt sogar wilde Pokémon im Wasser. Na, welches Level? Lombrera. Ich finde ja den Sound von Lombrero so lustig. Alter, Lombrero Level 57 wild. Die haben auch nicht Besseres zu tun, als hier im Wasser rumzuschwimmen. So. Ja klar. La. So, wo geht's hier lang? Zu einem Item wahrscheinlich. Ach, der Wanderer dreht sich weg. Na, wie kommst du hier angehoppelt noch? Meine Güte, muss der hier im Hoppeli-Hoppel-Schritt angehoppelt kommen zu mir, damit ich da das TM-Item nicht bekomme. Na, 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 na. So funktioniert das aber nicht. So funktioniert das aber nicht, meine lieben Freunde. Hey, ich bin mal gespannt, wie lange das echt noch dauert, bis wir die Siegestraße durchquert haben. Ich glaube, so lange habe ich für eine Siegestraße noch nie gebraucht. Aber sie ist auch wirklich verzwickt, verzweigt. Und was man auch sagen muss, man braucht fast alle VMs. Ja, so, sie zehrt. Sie zehrt, sie zehrt. Geowatz, was ein Glück hat er nur, Gesteinsboden, Feuerpokémon. Alle Typen haben bei Kroko ein Nachsehen. Ich doch. Was ein Glück. Robustheit. Das ist schon bitter, wenn Robustheit wirkt. Wilfried wurde besiegt. Ja, und da gibt es ein Item. Wow. Drachenklaue. Ich finde nur noch geht gute TMs, also... Ja, ich bin eindeutig dafür. Das sind tolle TMs. Die nehme ich gerne an. So, dann müssen wir wieder in den Wasserfall runter. Und in die Wasserhöhle der Siegelstraße. Ich glaube, wir sind kurz davor. Ich glaube, wir sind echt haarscharf davor. Ach Leute, das wäre so genial, wenn ich die Siegelstraße packen würde. Das wäre so genial. Es wird jetzt auch mal langsam Zeit. Das Pummeln kann schnüffeln, aha. Kann es denn überhaupt riechen, muss man mal fragen. Das ist ein Baum. Wie soll denn der riechen können? So, Totok hat sich mega entwickelt. Komm, das muss doch reichen. Hier, bitte. Oh, Eisstrahl ist schon böse. Ach, Holz haben wir aber auch. Ja, Holz haben wir aber auch. Oh, bekommt aber Rückstoßschaden. War sein Glück. Brokkolos. Ein Steinfeuer? Ist so mein Tipp. Warum? Kann Schlitz doch ruckzuck hieb? Bitte. Du bist ein richtiges Schlitzohr. Wie ich diese Momente liebe in Pokémon. Bye bye. Brokkolos besiegt! Du Schlitzohr! Das gibt 2932 Erfahrungspunkte. Oh nein. Lebensschuss. Nö, ja. Kling. Level 19. Wer braucht Verteidigung? Wir erreichen eh das gleiche nächste Level.
Trotz meiner Ausdauer habe ich verloren. Schlitzohr hatte ich besiegt. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Na, was geizen wir hier schon mit einem Leder rum? Wir gehen einfach weiter nach oben. Es erwarten uns weitere Veteranen. Die werde ich aber alle in Grund und Boden stampfen, wenn das erforderlich ist. Glaziolo! Klopsi! Tu deinen Job, Alter, über 300 KP mittlerweile. Blizzard. Ein Volltreffer. Oh. Oh. Eine Runde Mitleid für das liebe Gaziola, bitte. Wie nett. Ich wollte schon immer Eissplitter in mein Gesicht fliegen sehen. Zurück in den Poreball mit dir. Wie ich gerade reagiert habe. Ich habe gerade echt gedacht, Relaxo? Wirklich? Ernsthaft? Okay. Dann machen wir mal ein Relaxo-Duell. Boah, nee, hopp! Das muss ich jetzt besiegen, hopp. Weil ansonsten habe ich hier gar keine Chance mehr. Nein! Wie wagst du es nicht, Klopsi 2? Ich könnte ja schon wieder Schlitzohr einsetzen. Nee, da muss ich ein bisschen mehr austeilen. So, jetzt muss ich leider schon meinen Joker rausholen. Das ist ja hier böse, böse, böse. Hier, bitte, bitte, bitte. Danke, danke, danke. Und je sais, Relaxo. Meins leider auch. Für dich spricht nicht nur deine Jugend. Du hast auch viel Erfahrung gesammelt. Danke, ich bin aber schon 22. Beutel. Wo ist denn Beleber? Halt. Normaler Beleber, weil den Top-Beleber will ich mir doch aufheben. Den könnten wir eventuell gebrauchen. Beerensaft. Meinetwegen. In meiner langen Karriere einen würdigen Schlusspunkt zu setzen, gib mir alles, was du hast. Nee, ich gebe dir nicht mein gesamtes Preisgeld und meine gesamten Items. Das kannst du vergessen, Francis. Di-di-di! Und da kommt Panzer Aeron in den Kampf geschossen. So, dann wechsle ich einmal flink. Und da schwebt es elegant rum. Kreuzschere. So, ein Volltreffer mal wieder. Kriegt durch den Rollenhelm auch noch ein bisschen Schaden. Machen wir Nitro-Ladung. Um die Initiative für andere Pokémon erstmal zu erhöhen. Und der Bärchen. Schlitzer. Kriegt nochmal durch den Bullenhelm Schaden. Das war sehr, sehr unklug vom Panzer Aeron. Denn mit der Nitro-Ladung ist es dann besiegt. Hopp. So. Die paar Pokémon, von denen werde ich jetzt wohl noch besiegen können. Level 63. Simsala. Sim. So, dann machen wir einen Sturzflug. Volle Karacho. Boom. Das zieht leider auch wahrscheinlich einiges ab. Aber okay, damit können wir leben. Nachtara. Wir wechseln lieber direkt, weil das bringt nichts. Dragorans. Nachtaras Verteidigungswerte sind hoch. Sowohl der Verteidigungs- als auch der Spezialverteidigungswert. Ich weiß nicht, warum ich Flügelschlag einsetze. Aber ja, es hat doch einiges abgezogen, der Flügelschlag. Dann machen wir halt neben nochmal Flügelschlag. Und das war's für Nachtara. Komm, das war der letzte Veteran hier. Level 70 fast. Du hast mir alles gegeben. Das war zu viel für mich. Tja, ich sag doch, mit meinem ganzen Geld rumzulaufen, könnte dir eventuell schwerfallen. Bitte, das muss es doch gewesen sein. Pokémon-Liga. Andenkensfoto. Aber hallo.
Diesen Moment möchten wir doch verewigen. Wenn ich jetzt den Zoom ein bisschen zurückstellen könnte. Wunderbar. Wow. Dann machen wir mal ein Foto. Gut ist das geworden. Möchtest du ein Trinkgeld geben? Nö. Auch recht. Bis zum nächsten Mal. Pokémon Liga. Alter. Ja, Pokémon Center spielt auch keine Musik mehr vom Pokémon Center, sondern nur noch die Musik vom Pokémon Liga. Es ist ernst, es ist ernst. Den Champ zu besiegen ist nur eine weitere Sprosse auf der Leiter zu wahrer Stärke. Oh. Das hätte ich aber dir besser erst sagen sollen, nachdem du den Champ besiegt hast. Ach, das werden wir doch packen, oder? Wir sind in die Pokémon-Liga schaffen, kann dort die absolute Trainer-Elite, nämlich die Top 4 und ihr Oberhaupt, den Champ zum Kampf herausfordern. Dem Stil treu bleiben? Ja, das bin ich doch nahezu fast geblieben. So, wir lernen mal aus unseren Fehlern und kaufen uns 31 Hypertrank. Alter, der Markt ist ja ein Segen für jeden Trainer. So, ich denke, das sollte reichen. Boah, drei Topschütze. Habe ich ein Glück gehabt bei der Siegestraße gerade. Dass die nicht alle gegangen sind. So, Topschütze im Au wieder ausgerüstet. Meine Damen und Herren, das ist das Schlussbild für diese Folge. Alter Schwede, die Siegestraße war ganz schön happig. Aber in der nächsten Folge geht's weiter mit der größten Herausforderung, die es in Pokémon schon immer gibt und immer geben wird. Die Pokémon Liga. Liken und favorisieren nicht vergessen. Ich bin jetzt erstmal weg und sage bis dann, Servus und Tschüss, meine lieben Freunde des Pokémon X-Universums. So, hier sind zwei Videos, die für euch sicherlich ganz interessant sind, nämlich Pokémon Schwarz 2, der erste Teil, und wie sollte es anders sein, die Pokémon-Mythen-Reihe mit dem erfolgreichsten Titel, das Lavandia-Syndrom. Einfach auf das jeweilige Symbol draufklicken und schon seid ihr beim jeweiligen Video angelangt.